Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Ja, ich war am Wochenende wieder fleißig und habe für euch gegossen. Ja, es sind viele neue Sachen dabei, es sind ein paar ältere dabei, es sind ein paar ziemlich coole dabei. Ja, und natürlich durften meine Mini-Mäuse nicht fehlen. Ja, und ich will gar nicht lange rumschnacken, sondern fang gleich mal an. Und zwar hiermit. Das ist nichts Neues. Da sind natürlich wieder meine Einhörner drin. Jo. Das sind die Formen vom Action, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Und ich hatte ein bisschen Sorge, weil die Form... Na, mach so scharf, ja. Weil die Form, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier so eine Delle hat. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich das Ganze jetzt aufdomen muss. Aber es gefällt mir. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass das hier so, ja, eine Vertiefung hat. Also ich werde da jetzt nichts dran machen. Ich werde das so lassen. Ja, ich werde das natürlich noch mit Strasssteinchen dekorieren. Wie ihr seht, das ist ein ganz zartes Rosa, wie immer. Jo. Und ich werde euch die Teilchen natürlich auch wieder in einem Craft-Update zeigen und dann werde ich euch sagen, ob und welches noch zu haben ist. Jawohl. So, da haben wir einmal dieses. Einmal dieses. Ja, wie gesagt, die kennt ihr schon, die liebt ihr. Und ja, jeder mag sie. Ich mag sie auch noch. Genau. Jo, also das waren meine Einhörnchen. Und jetzt kommt wirklich was Neues. Und zwar, schaut mal, sind die nicht auch zucker süß? Also ich finde die so süß. Die Motive habe ich von der lieben Tanja bekommen. Und ja, ich finde die einfach zuckersüß. Zuckersüß. Von hinten ist da leider die Farbe nicht so toll geworden. Aber das wird ja noch geglitzert. Und dann sieht man das nicht mehr. Aber sonst finde ich die zuckersüß, schaut mal. Kleine Wale. Ja, hier mit schönen blauen Glitzer. Finde ich richtig toll. Da habe ich zum ersten Mal diese etwas gröberen Glitterflakes mit eingegossen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die sind so putzig. So, das ist diese. Dann haben wir noch einmal diesen. Und der ist auch so süß. So, da werde ich natürlich auch noch ein paar Strasssteinchen und ein bisschen Deko kleben. Aber die sind so süß. Schaut mal. Ja, und auch hier haben wir diese Vertiefung. Aber wie gesagt, also mich stört das nicht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja, richtig süß. Total süß sind die Kleinen. Und die musste ich einfach haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen. Oh, der hat eine kleine Macke. Und zwar da. Aber das ist... Ja, das ist in der Form. Ja. Die Form werde ich mir gleich mal aussortieren. Seht ihr das? Ja. Also hier hat der eine, da genau, jetzt könnt ihr das sehen. Oder konntet das sehen? Ah, irgendwie will mein Handy heute schon wieder nicht. Ja, auf jeden Fall hat er da eine kleine Macke. Ja, da. Genau, wenn das Licht so drauf fällt, sieht man das. Jo, der wird dann halt bei mir bleiben, kommt an meine Pinnwand als Magnet.
Nicht so schlimm. Ich finde die kleinen Fischis nämlich richtig süß. Und dann haben wir noch einmal diesen. Ja, und der ist wieder richtig schön geworden. Oh, die sind so süß. Und mit diesem Glitzerhintergrund. So, so toll. Und dann haben wir einmal diese und die sind auch so zuckersüß. Ja, da ist auch wieder. Aber ich denke, wenn ich das lackiere, dann sieht man das auch nicht mehr. Ansonsten ist er richtig toll geworden. Ja, Mama Walfisch und Baby Walfisch. So, so putzig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag diese Motive. Oh, die sind so schön. Ja, und dann haben wir hier noch so einen kleinen Pinguin. Das ist mal ein anderer Pinguin als die Pinguine, die ich sonst habe. Ich wollte das mal testen. Der ist so ein bisschen, ja, pastelliger. Aber hier sehe ich, ja, man sieht eigentlich nichts. Aber trotzdem ist der ganz süß. Wenn das Ganze noch so ein bisschen bearbeitet ist, ja. Denke ich, sieht das ganz schön aus. Und eigentlich ist der auch ganz putzig. Ja, wie gesagt, hier hinten, da hat sich leider die Farbe wieder getrennt. Aber das werde ich beglitzern und ja, dann sieht man das auch nicht mehr. Das hat man halt schon mal, ne? So, dann haben wir hier meine Mäuse. Die habe ich natürlich schon noch einmal rausgeholt, die grüne. Aber die ist leider nicht so geworden, wie sie sollte. Denn da ist eigentlich Glitzer drin. Aber, ja, so, da sieht man mal ein kleines Funkeln. Ja, das hat leider nicht so geklappt, war aber auch nur ein Rest. Von daher nicht so schlimm. Mal schauen, die hier. Ja, die ist wieder cool geworden. Die leuchtet richtig, die ist, ja, eigentlich ist sie transparent, das sieht man so. Und dann, ja, halt mit Glitzer und Funkel, ja, die sieht toll aus, die gefällt mir. Ja. Und hier haben wir nochmal die gleiche. Ja, die blitzt und funkelt auch. Und ja, die ist auch transparent. Die finde ich cool, die sind schön geworden. Ja, da werde ich dann auch noch ein bisschen was bearbeiten. Und dann habe ich natürlich meine neue Form getestet. Meine Playboy Bunnies. Und die finde ich richtig cool. Schaut euch das an. Die werde ich jetzt noch lackieren, weil die Form ist matt. Wobei ich das hier jetzt gar nicht so schlimm finde, dass die matt sind. Das hat schon was. Aber ich werde sie trotzdem lackieren, denke ich. Ja, auf jeden Fall ist sie richtig cool. Man sieht jetzt das Funkeln halt nicht so. Weil, ja, die Teilchen halt matt sind. Aber sonst sind die richtig cool geworden. Da freue ich mich mega drüber. Ein Teil der Form habe ich natürlich auch schon weitergegeben. Zwei Personen haben sich darüber schon sehr gefreut. Eventuell kommt hier unten noch eine kleine Schleife und ein Auge. Ja, dann finde ich die ziemlich cool, ne? Jo. Jo, und die darf ich natürlich wieder nicht im Shop verkaufen, keine Frage, genau wie die Mickey-Mäuse. Also wer Interesse an einem Bunny hat, darf sich dann gerne bei mir melden. So, und ich denke, dann werden wir tauschen. Aber, jo, das zeige ich euch dann wieder in einem Update und dann schauen wir mal. Aber ihr könnt euch ja gerne schon mal vormerken lassen und mir sagen, ob es irgendwelche speziellen Wünsche gibt. So, hier haben wir das Ganze in Pink und, ui, das leuchtet mal krass. Das ist wirklich ein Neon-Pink. Seht ihr das?
Und dann mit einem feinen Glitzer. Und die sind nicht transparent, die sind opak. Aber die sind ziemlich cool. Die werden natürlich von hinten noch geschliffen und eventuell beglitzert. Das muss ich aber noch mal gucken. Aber auf jeden Fall, die sind schon mal richtig cool. Na, drehst du dich jetzt um? So. Und dann habe ich noch drei. Das ist die gleiche Farbe wie meine Mickey Mäuse. Ja, das ist einmal auch pink, aber hier wieder ja, transparent. Und da sind dann, ist dann dieses gröbere Glitzer drin. Und ja, die blinken und glitzern auch wieder richtig heftig. Und ich denke, wenn die lackiert sind, noch ein bisschen heftiger. Ja, die sind richtig schön. Sieht man das so besser? Ja, man sieht da auch, da seht ihr auch, dass das Auge schon vorgegeben ist. Da werde ich einen Strassstein reinkleben. Und ja, die Schleife eventuell nachmalen. Ich weiß nicht, ob ich so kleine Schleifchen habe. Ich werde mal schauen. Ja, aber die finde ich auch richtig cool. Jo. Und das war's eigentlich auch schon. Nicht eigentlich, das war's schon. Das war mein kleines Pop-out. Ich wollte einfach unbedingt, ich hatte noch Teile zu gießen aus einem Auftrag. Ja, und dann habe ich die Teile gleich mitgegossen, weil ich unbedingt diese Wale eingießen musste. Die sind so, so wunderschön. Also ich liebe dieses Motiv jetzt schon. Und dann wurde auch wieder nach Einhörnern gefragt. Da habe ich dann auch gleich nochmal zwei mitgemacht. Ja, und die Bunnies, die musste ich natürlich testen. Also die sind auch richtig cool geworden. Ja, also wie gesagt, ich werde euch die Teilchen dann nochmal zeigen, wenn ich sie bearbeitet habe. Und dann schauen wir mal. Einige von den Walen werden in den Shop gehen und ja, eventuell ein, zwei lasse ich dann über zum Tauschen. Die Einhörner werden zum Tauschen bleiben. Eins davon ist schon versprochen. Ja, und dann schauen wir mal, ob noch jemand Interesse an den an so einer hübschen Mickey Maus oder einem Bunny hat. Im Update und ja. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich denke, wir werden uns diese Woche noch ein paar Mal sehen. Es werden sicherlich noch ein paar Päckchen kommen und ein bisschen einkaufen werde ich auch noch. Heute fahre ich erstmal zum Action. Ich brauche noch ein paar Teile für ein paar Tauschpakete, die heute auch noch alle rausgehen. Nö, Mama muss ja auch mal fleißig sein. Ja, und dann sage ich, bye bye, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.